Wasser da hinten einholen und dann geht's Priel. Und ich nehme an, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wenn dieser Gang einbricht, was ich vermute, da hauen wir dir auf die Latschen. Dann wird etwas passieren. Das war eine riesige Fontäne. Rot wie Blut. Jahrelang war ich ertrunken in der Höhle und hab in den Berg gegraben. Angst hab ich nicht. Bei mir springt noch ein bitterböser Mensch auf der Nase herum. Ich lag morgens im Bett oder sowas in der Richtung und dann sah ich eben aus dem Augenwinkel so, dass irgendjemand da ankam oder sowas in der Richtung und ja, dann willst du natürlich aufstehen, wenn du siehst, da kommt jemand an, kann ja jemand sein, der dir was Böses will oder sowas oder ein Gast sein und dann will man ihm Tee anbieten oder sowas und ja, dann versuchte ich mich eben zu bewegen, aber es ging eben nicht, genau. Und dann stand die Person oder was es auch immer war in der Tür oder sowas und ja, da endete dann meine, wie soll man sagen, bewusste Wahrnehmung, keine Ahnung, was danach passierte, ist kein blassen Schimmer. Ja, macht eigentlich für mich keinen guten Eindruck in dem Sinne, weil scheint etwas stur zu sein. Das ist dann quasi das Gesicht. Der Weg hier ist richtig eng, ne? Krass, wo sollen wir jetzt gehen? Hier ist eine Abzweigung. Sollen wir hier? Oh, da unten sind Hütten. Da steht ein Zelt. Willst du mich ficken? Geil. Wenn jetzt irgend so ein Penner in dem Zelt drin ist, Alter. Pass auf, der kommt da jetzt raus. Ja, ne? Du, da liegen Sachen drin. Der hat da liegen Hosen und so drin. Ey, was ist das? Ich will das Pennerzelt. Hallo, das ist das. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß es genauso wenig wie du. Ein Blatt habe ich dem von der Kripo mitgegeben, weil er das so schön fand. Was hat er sich denn mit zu trinken gemacht? Rufo. Willst du Rufo? Bleib doch mal an, Alter! Oh mein Gott, hier ist ein Schlüssel dran! Wie, läuft der Film noch? Oder darf ich jetzt frei reden oder so? okay. Ja klar, aber ich meine jetzt vertrauliche Informationen, die, sagen wir mal, woraus man uns einen Strick drehen könnte oder sowas in der Richtung. Wieso? Wer?